Na, wie findest du ihn? Er ist ja toll. Ich bin sicher, Julia wird hin und weg sein. Ihr spielt Lotto? Was bleibt mir anders übrig? Ihr habt mich ja nie mit ins Casino oder zum Pokern genommen. Wie findest du das? Ja, es ist ganz toll. Genau das Richtige für eine Verlobungsfeier. Julia, willst du mich heiraten? Julia, hey, ich habe dich gefragt, ob du mich heiraten willst. Julia, ich liebe dich. Julia, bitte. Ich musste nur gerade an was denken. An Jan. Du hast an ihn gedacht. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Glaub mir bitte, ich wollte das nicht. Ich verstehe dich, ja. Ich versuch's zumindest. Aber glaub mir, wir werden glücklich werden. Du wirst die Sache mit Jan vergessen. Meinst du, ja? Ganz bestimmt. Weißt du, manchmal denke ich, dass du mir deinen Antrag nur aus einer Laune rausgemacht hast, weil um unseren Streit wieder gut zu machen. Ganz sicher nicht. Schon als ich dich das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass wir zusammengehören. Wirklich? Wirklich. Ich kann nun mal nichts dran ändern. Du bist die Frau meines Lebens. Ich bin deine Antwort schuldig. Und? Ja. 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 Julia. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Tust du mir das an? Abend, ihr beiden. Hallo. Wie geht's Christoph? Der Verkauf in Friedenau macht ihm sehr zu schaffen. Na? Habt ihr schon was gegessen? Keinen Hunger. Ich auch nicht. Oh Mensch, nun nimmst du nicht so tragisch. Schau, morgen ist der letzte Schultag, du holst dein Zeugnis und dann. Ich muss da nicht mehr hin. Ich hab mein Zeugnis schon. Es kam per Post. Ja, umso besser. Dann machst du dir einen schönen Tag. Wenn die anderen ihre Versetzung feiern, toll. Vergiss nicht, dass es dein Entschluss war, die Nachprüfung nicht zu machen. Ja. Ja. Dann schläfst du einfach mal aus. Noch so ein paar tolle Vorschläge. Ja, du kannst auch mein Zimmer aufräumen. Und du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Thank you.
vor wie im Kino. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Moment irgendjemand glücklicher ist als ich. Doch. Ich. Dieses Ding nicht mal abziehen, das sieht echt bescheuert aus. Besser so? Mhm. Ist ja auch gar nicht mehr so schlimm. Ja, ich hatte Glück, dass Anna kein Messer dabei hat. So kannst du morgen wenigstens in die Kneipe kommen. Gibt's was Besonderes? Mhm. Ich habe mich mit Ralf und Franzi verabredet. Super, und was geht ab? Wir könnten ins Kino gehen oder vielleicht skaten. Oder wie wär's mit Squash? Also ich wollte eigentlich... Ich habe daran gedacht, wir könnten zusammen zur Selbsthilfegruppe gehen und einfach nur so ein bisschen reden. Das heißt also im Klartext, du willst schon wieder Probleme wälzen. Hamon, bitte. Du weißt doch genau, wie wichtig das für mich ist. Schon, aber ich habe Ferien. Ich will mich erholen. Ich habe keinen Bock auf langweiliges Quatsch. Das habe ich das ganze Jahr über in der Schule. Dann lass uns doch morgen zusammen entscheiden, wozu wir Lust haben, okay? Klingt schon besser. Aber wir müssen uns auf jeden Fall in der Kneipe treffen. Wieso ausgerechnet in der Kneipe? Abwarten. Nur sag schon. Keine Chance. Das soll eine Überraschung werden. Für mich? Was denn? Ich sag nichts. Du, ich kenne da ein paar ausgezeichnete Foltermethoden. Versuch's doch. Ich hab dich gewarnt. Na endlich, nun erzähl schon, wie war's? Naja, wie es halt bei der Zeugnisausgabe so ist. Ja, und bei dir? Ich meine, alles so wie erwartet? Ja, bis auf die 4, Sport, nur Einsen und Zweien. Ja hey, das ist doch super. Hier. Damit du nicht ganz leer ausgehst. Was ist denn das? Ja, mach's doch auf. Und, wie war sonst so die Stimmung heute? Na, Neumüller hat seine übliche Rede gehalten, von wegen, naja, in den Ferien auftanken und mit frischer Kraft ins neue Jahr. Ja, wie ein Haushaltsreiniger. Mhm. Nur Viola und Petra waren nicht ganz so glücklich. Ja, wenigstens sind die nicht sitzen geblieben. Ja, die sind aber auch nur mit Ach und Krach durchgekommen. Die haben da gesessen und zum ersten Mal keinen Ton von sich gegeben. Ja, dann war es ja doch noch eine ganz nette Vorstellung heute. Zeugnis für Kathi? Neugier 1, unentwegtes Reden 1, nett sein? Och, was denn, nur eine 2? Zu Beginn des Schuljahres warst du ja in diesem Fach eher etwas schwach. Hast dich dann aber enorm gesteigert. Kathi wird da auf einstimmigen Beschluss zu einem Picknick eingeladen. Gezeichnet Ecki, Direx. Ich hoffe nur, dass wenigstens du glücklich wirst. Morgen. Morgen. Langschläfer. Bin ich überhaupt nicht. Ich habe so wunderbar geträumt. Erzählst du mir auch, was du geträumt hast? Okay. Ich habe geträumt. Ich hätte die ganze Nacht getanzt. Ich kann mich sogar noch an die Melodie erinnern. Genau. Die? Mhm. Und was ist dann noch passiert in deinem Traum? Ich war ganz schrecklich verliebt. Was heißt hier wahr? Der Traum ist doch vorbei. Auf jeden Fall habe ich mich verlobt.
Verrückt, ne? Nein. Ja. Aber es kommt noch besser. Da kommt noch mehr? Ja. Mein Verlobter hat mir einen Ring geschenkt. Schau mal. Genau so einen. Dann war das gar kein Traum. Vielleicht hatten wir denselben Traum. Dann will ich, dass er nicht mehr aufhört. Gina hat irgendwas von einer Überraschung erzählt. Sie wollte aber nicht genau sagen, was. Ah, da kommt sie ja. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Voila. Das gibt's ja gar nicht, Choclo. Also es riecht richtig gut, aber was ist das denn? Das ist eine südamerikanische Spezialität. Querida, die Überraschung ist dir wirklich gelungen. Ja, weil ich gegen deine Foltermethoden immun bin. Mais. Und Eier? Und ganz viel geriebener Käse. Mmh. Das schmeckt ja wie zu Hause bei Mama. Apropos, wann musst du eigentlich wieder zurück? Mmh. Erstmal sind jetzt Sommerferien und dann habe ich immer noch viel Zeit, bevor die Schule wieder losgeht. Zu Hause. Und was hast du vor in deinen Ferien? Ausschlafen, faulenzen, Spaß haben. Also das gleiche Programm wie vorher. Gina würde natürlich lieber in ein Museum gehen oder ein gutes Buch lesen. Wie wär's denn einfach mit Regen? Wie wär's denn, wenn wir nach dem Essen erstmal eine Runde Pool spielen? Sozusagen als Einstimmung auf die Sommerferien, hm? Ja, was sagst du? Ich bin dabei, aber ich warne mich. Früher habe ich mit Billard meinen Lebensunterhalt verdient. Spielst du etwa auch gern? Ach, ich kann zwar nicht so gut, aber ich find's auch klasse. Besonders, wenn ich gewinne. Mhm. Sie locht mittlerweile die schwarze Kugel schon mit dem Fünferbier ein. Mhm. Na, wenn ihr unbedingt wollt, von mir aus. Aber vielleicht können wir ja danach noch ein... Wenn uns bis dahin nichts Besseres einfällt, okay? Ich bin mir sicher, dir wird was einfallen. Na, dann ist ja alles klar. Oh, Mist! Ich habe gar keine Luftpumpe an meinem Rad. Aber ich. Und nun komm. Oder willst du etwa hier picknicken? Nein. Aber haben wir denn auch wirklich alles? Also, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ich bin vorbereitet. Also machen wir hier ein Picknick oder ein Überlebenstraining in der Wildnis, hm? Was ist denn das? Der Lottoschein. Aber ich dachte, du hast den abgegeben. Ja, habe ich doch auch. Das ist doch nur der Durchschlag. Ja, und wieso trägst du den da mit dir rum? Der kann Millionen wert sein. Aber nur, wenn wir Glück haben und gewinnen. Ja, dann werden wir dem Glück mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie denn? Na, ganz einfach. Ihr magischen Kräfte im Lottoschein, lasst es ein Sechser sein. So. Was denn? Das war schon alles? Ja, das war jetzt nur die Kurzform. Normalerweise werden dann noch irgendwelche Jungfrauen geopfert. Aber erstens sind die knapp und zweitens sind wir spät dran. Können wir? So lässt sich's leben, hm? Gute Freunde, gutes Essen und danach eine richtig schicke Partie Pool. Und danach gehen wir noch zu mir und hören ein bisschen Musik, okay? Gute Idee. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Hier in der Kneipe. Ramon kam rein und ich war sofort hin und weg. Mein südamerikanischer Charme hat sie glatt vom Hocker gehauen. Also sein übersteigertes Selbstbewusstsein haut mich heute noch um. Macht denn auch bei dir Liebe auf den ersten Blick? Ja, aber auf das erste Mal musste ich dann ganz schön lange warten. Gina hatte nämlich damals so einen Schwur geleistet. Ja, ich war in einer Gruppe, da war das Motto, wahre Liebe kann warten. Und das hat sie ziemlich ernst genommen. Mhm. Ich habe geschworen, dass ich nicht so lange mit einem Jungen schlafe, bis ich meine große Liebe gefunden habe. Mhm. Naja, Gott sei Dank hat sie dann sehr schnell rausgefunden, dass ich die große Liebe bin. So, wollen wir jetzt noch weiter Liebesgeschichten erzählen oder können wir endlich los? Hm? Also eine Runde Pool wäre jetzt nicht schlecht. Aber ich muss euch warnen, ihr werdet es nicht leicht haben gegen mich. Mhm. Tja, dann zeig mal, dass du nicht nur groß im Sprücheklopfen bist, Maestro. Warum können wir nicht immer so zusammenliegen? Was hindert uns daran? Das da zum Beispiel. Mhm. Herein.
Zimmerservice. Blumenservice. Und alles, alles Liebe für das junge Paar. darf ich ihn auch? Ja. Also komm her. Alles Liebe und mach sie glücklich. Ich wünsche euch auch alles Liebe und viel Glück. Danke. Darf ich ihn auch küssen? Gut. Werde ich eigentlich gar nicht mehr gefragt? Nein, nur noch vom Standesbeamten und vom Pfarrer. Also pass gut auf sie auf, ne? Mach ich. Ach, komm her. Ups, oh, Mensch. Schön. Uff. Woher wisst ihr denn überhaupt, dass ich Ja gesagt habe? Von mir. Hier. Für dich. Ja, und wann? Wann hast du ihnen das gesagt? Als wir nach Hause gekommen sind. So ein kleiner Zettel kann manchmal Wunder wirken. Ameisen sind schon stark. Hier gibt's Ameisen. Hier gibt's Käfer, Würmer, Ameisen. Hier gibt's alles. Auch Schlangen? Die einzige Schlange, die ich gesehen habe, war die Autoschlange stadtauswärts. Wir hätten besser eine Dose Ungezieferspray mitnehmen sollen. Warum? Ja, das, was hier so krabbelt, das macht mich ganz nervös. Aber wieso? Viele von den Insekten sind doch nützlich. Ja, aber die sehen so hässlich aus. Die Dinger können aber leider nichts dafür. Ecki? Ich, ach, das ist schon okay. Na was? Was ich dir schon immer sagen wollte. Ich fänd's schön, wenn wir immer Freunde bleiben könnten. Nichts dagegen. Egal, was passiert, ja? Klar. Wir helfen uns immer und lassen uns nie im Stich, okay? Mhm. Eine Bedingung hätte ich allerdings. Wer mit mir befreundet sein will, der muss auch meine Ameisen mögen. Na gut, solange ich sie nicht mit nach Hause nehmen muss. Hey, ich sehe eine. Ach ja? Also ich kann es immer noch nicht fassen. Die Mädels ziehen uns beim Billard über den Tisch. Tja. Gina und Franzi haben eben alles auf eine Kugel gesetzt und gewonnen. Von wegen. Hör mal, das war ein grobes Foulspiel, mich anzubaggern, während ich die letzte Kugel einlochen will. Also. Ich finde, du kannst echt froh sein, dass sie es überhaupt mitgemacht hat. Sie steht doch eigentlich gar nicht auf sowas. Gina ist in der Beziehung leider wirklich etwas langweilig. Ich finde, du kannst echt froh sein, so eine Freundin zu haben. Und ich kenne mich da aus. Ich habe früher die Mädels gewechselt wie die Handtücher. Du hast was? Ja, ich habe jede Nacht mit der anderen Spaß gehabt. Irgendwie dachte ich, das gehört genauso zur Werbebranche wie schnelle Flitzer, geile Partys, Designerklamotten. Ein richtig cooles Leben, was? Ja, das hat schon Spaß gemacht. Aber als ich dann der einen oder anderen von meiner Krankheit erzählt habe, war auf einmal Schluss mit lustig. Das kenne ich. Als HIV-Positiver bist du eben nicht so angesagt. Ja, und dabei fühlt man sich gar nicht krank. Also ich könnte jeden Abend eine Party feiern. Ja, wenn dir danach ist, dann tust doch. Wer weiß, wie lange du noch kannst. Egal, wär's schon, aber... Ja, ja, Gina steht da absolut nicht drauf. Du musst wissen, was für dich wichtiger ist. Was würdest du an meiner Stelle machen? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe mich damals für Franzi entschieden. Und seitdem feiern wir eine Dauer-Mega-Party, so richtig. Da war ein Käfer. Ich hab ihn weggescheucht. Du stehst ja nicht so auf Insekten. Danke. Keine Ursache. Ralf und Franzi sind echt nett, hm? Schade, dass sie so schnell weg mussten. Du und Franzi, ihr versteht euch echt gut, hm? Sie hat mir erzählt, wie ihr Freund sie verlassen hat, nachdem sie mit ihm über ihre Infektion geredet hat. Sowas soll vorkommen.
Mir ist es auch passiert. Deine Freundin in Venezuela hat dich verlassen? Nee. Ich hatte nie eine. Das glaube ich nicht. Doch. Ich hatte weder Freunde noch eine Freundin. Das kann doch nicht sein. Doch. Als ich von meiner Infektion erfuhr, da habe ich keinen großen Hehl daraus gemacht. Ich dachte, es ist besser, mit offenen Karten zu spielen. Und das war ein Fehler. Und warum? Weil meine sogenannten Freunde und sogar meine Gang mich von dem Tag an behandelt haben wie einen Aussätzigen. Vorsicht, da kommt Ramon, der AIDS-Kranke. Rette sich, wer kann. Wie sollte ich denn da eine Freundin finden? Jemanden, der mich gerne hat. Jemanden wie dich. Alle. Hi. Na, stramme Waden vom Radeln? Immer noch besser als viereckige Augen von der Glotze. Hm? Die kriegt er auch bald, wenn er weiter so auf dem Bildschirm starrt. Das darf nicht wahr sein. Was ist? Hast du etwa drei richtige? Es gibt bestimmt ein paar Mark 50. Ja! Gewonnen! Echt? Wie viel denn? In unserer Reihe. Vier richtige. Wow, besser als nichts. Moment, ich habe die ersten zwei Zahlen nicht mitgekriegt. 8, 23, 27, 9. Ich glaube, ich werde verrückt. 43. Die ersten zwei Zahlen. Und die Zusatzzahl 31. Sie stimmen auch. Wir haben sechs richtige. Und jetzt noch einmal die Glückszahlen.